zusammen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute habe ich einen Live-Test für euch. Und zwar möchte ich mit euch zusammen testen, wie die Foundation bzw. das Endergebnis aussieht, wenn ich unter der Foundation mein Primer abpuder. Im ersten Moment hört sich das total crazy an und echt freaky, weil man im ersten Moment denkt, hey, die Foundation muss doch voll cakey aussehen danach. Und genau das ist es, was ich mir auch gedacht habe, als ich mir solche YouTube-Videos angeschaut habe. Hier in Deutschland habe ich es noch gar nicht gesehen, aber ich habe mir viele spanische YouTube-Videos angeschaut und genau das gleiche habe ich mir auch gedacht. Das muss doch fake sein. Das Ergebnis kann doch gar nicht schön aussehen. Naja, ich habe es eben mit euch live getestet und wenn ihr wissen wollt, ob es funktioniert hat, dann würde ich sagen, ganz viel Spaß und bleibt dran. So, es geht direkt los mit meinem Primer, den ich sonst auch immer verwende. Man soll unbedingt einen Primer benutzen und das dann abpudern und das soll eben dafür sorgen, dass man diesen Primer noch besser fixiert als sonst und ich bin echt so aufgeregt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das echt funktioniert. So, ich werde jetzt meinen Primer auftragen. Ich nehme hier den von Benefit, das ist der Professional Primer, den mag ich sehr, sehr gerne und den kaufe ich auch immer wieder nach. Nehmt einfach das, was ihr zu Hause habt. So, ich schaue jetzt direkt über den Display, ich habe jetzt hier keinen Spiegel, aber das sollte funktionieren. So. Als ich das gesehen hatte, habe ich mir gedacht, das kann doch gar nicht sein. Wie soll das bitteschön funktionieren? Und in der Kosmetikschule habe ich das gelernt, dass man nach der Foundation abpudert. Das war mir komplett neu. Und so, jetzt geht's weiter mit dem Puder. Also es ist wirklich unfassbar krass gerade für mich, weil ich diesen Schritt normalerweise überspringe und direkt die Foundation auftrage und dann erst Puder. Es ist echt krass gerade. Ich nehme hier meinen Chanel Puder. Ich liebe den über alles und das ist der Poudre Universelle. Ihr solltet unbedingt einen schlosslosen Puder nehmen, einen durchsichtigen und einen lose Puder. Ich sehe echt voll weiß aus, weil heute ist es nicht so hell draußen. Deswegen musste ich die Helligkeit ein bisschen hochschrauben. Ich sehe echt aus wie eine Leiche. So, ich schüttel hier immer und kipp das dann so ein bisschen. Und dann habe ich immer auf den Deckel ein bisschen Produkt und damit kann ich einfach besser arbeiten. Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Ich glaube, das Endergebnis wird sowas von cakey aussehen und verschmiert und könnt ihr hier meine Rötungen sehen. Ja, so sehe ich halt ungeschminkt aus, ne? So, das trage ich jetzt auf in tupfenden Bewegungen. Man soll das nicht streichen, sondern drauf tupfen. Sehe ich erst recht aus wie eine Leiche. So, ich puder dann auch im Concealer-Bereich, denn das soll einfach bewirken, dass der Concealer später nicht abrutscht. Ich bin super gespannt und damit soll man eben sehr, sehr vorsichtig arbeiten und nach oben gucken, damit da keine Fältchen entstehen. Das soll man dann kurz einwirken lassen und dann geht es weiter mit der Foundation. Also bis jetzt kann ich euch sagen, ich könnte so nicht rausgehen. Ich habe hier an der Nase trockene Stellen bekommen, aber ich muss natürlich auch sagen, ich habe eine trockene Haut und wenn ich dann noch abpudere vor der Foundation, dann wird es ein bisschen kritisch. Hier hat sich das abgesetzt. An den Stellen, wo wahrscheinlich kein Primer drauf war. Vielleicht war das auch nicht richtig verblendet. Vielleicht hätte ich auch kurz warten müssen. Ich weiß es nicht. Naja, wir werden es sehen. Ich verwende hier von Real Techniques meinen Sponge. Der ist auch schön fluffig jetzt. Ich habe den nass gemacht und ich verwende meine allerliebste Foundation. Das ist die Estee Lauder, die Double Wear in der Farbe 3N1 Ivory Beige. Ich werde hier mit einem kleinen Spiegel arbeiten, damit ich mich sehen kann. Und man soll die Foundation auch nicht streichen, sondern einfach nur drauf tupfen. Also, ich kann euch jetzt schon sagen, dass es ganz anders gekommen ist, als ich es erwartet hätte. Das Ergebnis
ist jetzt schon so heftig. Ich kann das gar nicht glauben. Wie funktioniert das? Meine Haut sieht matt aus und ebenmäßiger. Als ob durch das Abpudern vom Primer der Primer viel besser funktioniert. Also ich kann es gar nicht glauben. Meine Poren sind total verfeinert. Man sieht meine Poren kaum. Wow, wirklich. Probiert's mal zu Hause aus. Ihr habt nichts zu verlieren. Meine Poren sind wirklich viel feiner. Ich habe hier ja so Mimikfalten. Die habe ich schon seitdem ich ein junges Mädchen ist, weil ich immer sehr temperamentvoll rede. Die sind überhaupt nicht sichtbar. Und hier habe ich habe sowieso von Natur aus feine Poren, aber hier setzt sich die Foundation bei mir schon ab und das ist in dem Fall gar nicht. Und normalerweise ist es so, nachdem ich die Foundation aufgetragen habe, ich sehe diese Poren sofort, auch wenn die nur minimal sind. Die sind wirklich fast verschwunden, also ich kann mir das echt nicht erklären. Das Ergebnis ist wunderschön. Ich werde jetzt noch meinen Concealer auftragen. Ich werde von Maybelline jetzt den Löscher-Concealer verwenden. Ich habe hier die Farbe 01 Light. Und ich dachte immer, das wäre die hellste Farbe. Das stimmt nicht. Die hellste Farbe ist 03. Aber trotzdem würde ich mir die 01 weiterhin nachkaufen. Die hat einen leichten Gelbstich und finde ich sehr, sehr schön. Hier ist auch ein Schwämmchen. Also sehr angenehm im Auftrag. Und hier kann man dann drehen. So, und das werde ich jetzt verblenden mit dem Real Technique Sponge. Also der Concealer ist wirklich sehr, sehr schön. Den kann ich euch empfehlen. So. Noch ein Tipp, wenn ihr den Concealer aufträgt, geht bitte nicht bis ganz hier hinten hin beim Verblenden, sonst wirkt euer Gesicht breiter, wenn ihr diese Zone hier highlightet. Das ist natürlich individuell. Wenn ihr ein ovales Gesicht habt wie ich, dann könnt ihr das natürlich sehr gerne machen. Und den Concealer immer hier bis zu dem Nasenflügel hoch verblenden, das macht die Nase auch wieder schmäler. Das Ergebnis ist wunderschön. Auch hier der Concealer setzt sich nicht ab. Es sieht total glatt aus unter den Augen. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Und ich werde bewusst jetzt nicht nochmal baken, wie ich jetzt sonst machen würde. Ich werde das so lassen und schauen, wie sich das Ganze so im Laufe des Tages verhält. So, Chicas, ich habe mich jetzt fertig geschminkt und ich bin immer noch begeistert vom Ergebnis. Und ich kann es immer noch nicht glauben, dass es wirklich so gut funktioniert hat. Aber wir müssen natürlich abwarten, wie sich das so verhält im Laufe des Tages und ich werde auf jeden Fall berichten. Und ich bin super gespannt, was ihr dann so zu berichten habt, wenn ihr das mal nachgemacht habt. Das interessiert mich wirklich, ob es bei euch auch funktioniert. Wenn euch so Live-Tests gefallen, dann sagt mir das unbedingt, dann suche ich welche und ich teste das mit euch live zusammen vor der Kamera. Das macht einfach voll Bock und ja, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall zu meinem nächsten Video wieder. Passt auf euch auf, bleibt mir gesund und bis ganz bald. Ciao! So Mädels, ich wollte ja darüber berichten, wie sich die Foundation so verhalten hat. Es sind jetzt 6 Stunden vergangen, wir waren auf einen Kindergeburtstag und ihr könnt das selbst sehen, also ich sehe noch wirklich sehr, sehr fresh aus. Das Einzige, was ich sagen muss, hier ist die Foundation ein wenig abgegangen. Man sieht diese Rötungen, das sind so Telangiectasien, die ich habe. Da ist die Haut bei mir sehr, sehr fein. Mein Lippenstift ist natürlich fast weg, aber für 6 Stunden, hallo. Ansonsten hat sich die Foundation hier ganz leicht abgesetzt. Hier habe ich ja diese Mimikfalten. Aber nicht so extrem, wie sich die Foundation sonst absetzen würde. Und ich bin immer noch begeistert von dem Endergebnis. Natürlich sieht es nicht mehr so frisch aus, wie wenn man sich frisch geschminkt hat. Aber ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen und versucht es auf jeden Fall. Weil ich finde, dass die Poren immer noch super fein sind und die Haut ist super geglättet und die Foundation hat wirklich sehr, sehr lange gehalten. Ich meine, es sind 6 Stunden und ich bin Kindern hinterhergerannt. Wirklich, 1A. So, und jetzt würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Se escucha en la calle que ya no me quieres. Ven y dímelo en la cara. Pregúntale a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así.